Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video für Anfänger, dieses Mal in Knights of Honor. Ich spiele mit der Ultimate HD Mod, inklusive den Modpacks. Alle Tipps und Tricks beziehen sich allerdings auf das Hauptspiel, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust groß, das Hauptspiel zu installieren. Aber wenn ihr die Ultimate HD Mod oder den Modpack spielt, könnt ihr natürlich alle Tipps und Tricks auch anwenden. Na, das ist zwar, es bezieht sich aufs Hauptspiel, es funktioniert auch mit der Mod. Das erste, was ihr machen möchtet, wenn ihr neu seid in dem Spiel, empfehle ich euch, in das hohe Zeitalter zu gehen und Deutschland auszuwählen, natürlich mit einfacher Schwierigkeit. Das ist nämlich ideal, um das Spiel kennenzulernen. Man hat bereits ein großes Reich, man hat einige Vasallen. Es ist ziemlich einfach und man kann eigentlich darauf ausbauen, das Reich auszubauen. Knights of Honor ist ein äußerst komplexes Spiel, es kommt in der nächsten auch Knights of Honor 2 raus. Ich versuche das möglichst, sagen wir mal, ja, kurz zu halten, sodass man halt das Nötigste hat. Wir fangen mal an mit den Minus- und mit der Plus-Taste könnt ihr die Spielgeschwindigkeit verändern. Ihr seht das oben links gerade, Geschwindigkeit haben wir jetzt aktuell halb, das geht halt hoch bis 8. So, pausieren kann man das Spiel, indem man Enter drückt. Kann ich nämlich auch cheaten. Mache ich jetzt eigentlich nur für das Spiel gerade. Ich empfehle euch nicht zu cheaten, weil das Spiel da nicht lernt oder euch den Spielspaß zerstört. Ich mache das jetzt eigentlich gerade nur fürs Spiel, beziehungsweise für das Video. So, was gibt es zu beachten? Hier oben sehen wir unsere Marschälle. Wir können maximal 9 Marschälle haben. Ich habe gehört, im Nachfolger Knights of Honor 2 sollen es 10 werden. Das wird abzuwarten sein. Das ist unser Marschall. Marschälle sind dafür zuständig, Truppen auszuheben. Wenn wir Truppen rekrutieren wollen, das können wir ganz einfach machen, indem wir in die Stadt schicken. Und dann halt, je nachdem, welche Gebäude wir gebaut haben, können wir hier Truppen rekrutieren. Das seht ihr dann hier. Das ist hier einmal unsere militärischen Gebäude, dann haben wir zivile Gebäude und dann haben wir erweiterte Gebäude. Darauf komme ich gleich zu. Na, wie gesagt, ihr schickt euer Marschall einfach in die Stadt, lasst den Truppen rekrutieren, wenn ihr die braucht. Für den Anfang empfehle ich euch tatsächlich einfach nur Bauern zu rekrutieren und vor allem in der Stadt. Das bietet zum einen Schutz, zum anderen sind das billige Einheiten, die man auch schnell ersetzen kann. Wo solltet ihr diese Bauern rekrutieren? Das ist das zweite, darauf kommen wir auch gleich noch ein. Wie gesagt, das ist ein äußerst komplexes Spiel. Wenn es ein bisschen durcheinander wird, tut es mir auf alle Fälle leid. Aber ich hoffe, ich kann euch helfen. So, also, das erste, was ihr machen wollt, ist euren König einsetzen, der natürlich für irgendwas Entspanntes, zum Beispiel Kaufmann. My name is worth many bags of gold, sir. Könnt ihr dann Gold handeln lassen, erhöht dann halt euer Goldeinkommen. Eure Söhne empfehle ich euch auch zu rekrutieren. Müsst ihr halt selber wissen, es gibt Marschälle, sind für Armeen zuständig. Spione können spionieren. Kaufmann tut handeln. Kleriker kann Städte bekehren oder halt später sogar Papst werden. Ein Grundherr erhöht die Nahrungsproduktion in einer Stadt. Und Baumeister erhöht die Baugeschwindigkeit in einer Stadt. Die müsst ihr als Stadthalter dann zuweisen. Ich zeige euch das mal kurz. In Salzburg zuweisen, so. Jetzt ist er drin. Was dabei auch zu beachten ist, wenn die Stadt angegriffen wird, solltet ihr ihn abziehen. Das dauert aber eine Weile. Weil er wird dann auch quasi als Truppe in der Stadt zur Verfügung stehen. Ist natürlich praktisch, wenn die Stadt belagert wird und ihr möchtet halt nicht, dass er stirbt, weil die Schlacht nicht zu gewinnen ist. Zieht ihn vorher ab, weil er kann sterben. Oder wird gefangen genommen. So, und dann halt eben, könnt ihr auch zuweisen, Spion. So, warum solltet ihr die unbedingt zuweisen, auch wenn es riskant ist? Das kann ich euch gleich sagen. Denn umso später wir im Spiel sind, umso höher ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass wir Spione einstellen. Na, das kann die KI genauso machen wie wir. Ich stelle jetzt einfach mal ein paar ein. Zeige ich das mal ganz kurz. So, weil diese drei und der erste, die vier sind sicher keine Spione. Der Startmarschall ist kein Spion und die drei können natürlich keine Spione sein. Die sind nämlich aus unserer Familie. So, aber die fünf, da besteht die Möglichkeit, dass sie Spione sind. Das könnte man jetzt natürlich halt, wenn ihr mir der... Okay, wir haben jetzt hier keinen Spion. Wäre da jetzt ein Spion dabei gewesen, hätte der eine goldene Umrandung, weil ich den Cheat aktiviert habe. Das Problem ist nämlich, umso später es im Spiel ist und umso mehr Feinde wir haben, umso unbeliebter wir sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die KI Spione auf uns ansetzt. Das können die so machen wie wir. Spion Königreich infiltrieren. Zum Beispiel Almohaden. Wenn jetzt zum Beispiel die Almohaden einen Marschall rekrutieren wie wir, kann es sein, dass unser Spion genommen wird. Und je nachdem, welche Rolle er einnimmt, kann er halt Aktionen ausführen. Zum Beispiel als Marschall kann er dazu kommen oder kann dazu führen, dass alle Armeen eines Reiches rebellieren und dann halt als Rebellen durch die Gegend laufen. Als Kaufmann kann man die Beziehung verschlechtern oder Gold klauen. Oder wenn er zum Beispiel als Spion angestellt wird, also wenn ein Spion als Spion eingestellt wird, kann er sogar den König töten. Wenn jetzt zum Beispiel ein Königreich mit mehreren Spionen infiltriert, zum Beispiel man schafft es, dass man 3-4 Spione hat und die sind alle eingestellt und zum Beispiel
Zwei sind Marschall, einer ist Kaufmann, einer ist Spion. Und der Spion tötet den König. Aber dieser König hat keine Erben. Das kann euch auch passieren. Dann kann es sein, dass einer eurer Spione, der da eingestellt ist, König wird und dann könnt ihr dieses Reich zum Vasallen machen oder sogar direkt komplett übernehmen. Also man kann das Spiel rein theoretisch auch ohne eine einzige Armee spielen. Ist natürlich riskant, aber man kann es machen. Genau, ansonsten habe ich alles zu der Sache erklärt. Ist einfach ein einfaches System. Rekrutieren könnt ihr einfach, indem ihr den Marschall in die Stadt reinschickt. Und dann könnt ihr Einheiten rekrutieren, je nachdem welche Gebäude ihr bereits gebaut habt. Das Gebäudebausystem muss ich da euch nicht weiter drauf eingehen. Ich empfehle euch generell immer einen Kornspeicher, genauso wie eine Taverne zu bauen. Ansonsten Ressourcen, schaut, dass ihr überall ein bisschen Ressourcen kriegt. Militärisch empfehle ich euch tatsächlich nur die Front auszubauen. Das heißt, in meinem Fall wäre es halt zum Beispiel wichtig, hier oben Flandern auszubauen. Genauso wie Lothringen. Na, da kommen die Briten, die können da angreifen. Das heißt, da möchte ich militärische Gebäude haben. Ich möchte Palisade, ich möchte Ecktürme und das ganze Zeug haben. Wassergraben ist eigentlich unnötig, finde ich. Stallung braucht ihr auch nicht unbedingt. Könnt ihr auch verzichten drauf generell. Außer ihr sagt, ihr möchtet irgendwo Kavallerie haben. Zum Beispiel möchtet ihr die Lehnsritter haben. Aber da braucht ihr einiges für. Und wie gesagt, da empfehle ich euch, das nur in ein, zwei Städten zu bauen. Das ist nämlich verschwendeter Platz. Dann haben wir die erweiterten Gebäude. Zum Beispiel hier Höhlen, das ist allerdings, müsst ihr jetzt beachten, einiges von der Mod mit dabei. Von diesen erweiterten Gebäuden ist Standard zum Beispiel die Bäckerei, die empfehle ich euch auch zu bauen, zumindest an Frontgebäuden, weil das erhöht nämlich auch die Möglichkeit, Truppen zu rekrutieren, weil jede Truppe kostet nämlich Nahrung. Wie ihr seht, 50 Gold, 20 Nahrung und eine Einheit. Wir haben jetzt hier zum Beispiel gerade 5, wir könnten rein theoretisch 5 Truppen rekrutieren, wenn wir es hier bauen, haben aber keine Nahrung mehr, das heißt, wir können hier nichts mehr rekrutieren. Wenn die Bevölkerung weg ist, können wir auch nichts mehr rekrutieren, selbst wenn wir Nahrung haben. Die erholt sich allerdings nach einiger Zeit wieder. Was ihr auch aufpassen solltet, ist eure Machtposition. Wenn ihr zum Beispiel Abkommen habt, zum Beispiel wenn wir jetzt mit Frankreich ein Abkommen treffen würden, wir machen ein Handelsabkommen, wir machen einen Nicht-Angriffspakt, ja, ich gebe euch irgendwelche Provinzen, ist mir egal, und wir würden die jetzt brechen. Da hat jetzt sinkt unsere Stabilität. Das hat zum anderen, die größte Auswirkung ist je nach Schwierigkeitsgrad, dass die Unzufriedenheit sinkt. Also wir haben halt höhere Unzufriedenheit. Das können wir einfach erhöhen. Dafür müssen wir allerdings Religion zahlen und Gold. Ne? Kurz mal. Umso höher die natürlich ist, umso höher ist die Zufriedenheit im Reich, was die Gesamtzufriedenheit erhöht. Wenn die zu niedrig ist, das heißt, wenn ihr minus 20 habt oder so, steigt das Rebellionsrisiko. Das heißt, dann laufen Rebellen durch die Gegend. Diese Rebellen empfehle ich euch möglichst schnell zu töten, weil wenn ihr die länger rebellieren lasst oder randalieren lasst, dann plündern die natürlich alles. Nachdem die alles geplündert haben, verstärken die sich. Das heißt, ihr seht dann, das ist total cool gemacht. Wenn eine Rebellionstruppe hier rumläuft, seht ihr manchmal einzelne Einheiten, zum Beispiel Ritter oder sowas, dazulaufen. Das funktioniert so. Am Anfang besteht diese Rebellen nur aus Bauern. Also eine reine Bauerninfanterie. Nach einiger Zeit werden diese Bauern allerdings durch stärkere Einheiten ersetzt, bis sie dann wirklich die stärkstmögliche Infanterie darstellt, die sie aktuell haben können. Also teilweise bessere Truppen als ihr habt. Also ihr könnt wirklich nur mit billiger Infanterie rumlaufen, die laufen schon mit Deutschrittern oder sowas rum. Aber wenn ihr die zu lange machen lasst und dann greifen die eure Stadt an. Und wenn die eure Stadt angreifen und erobert haben, ist die Stadt weg. Zum Beispiel, wenn die das hier machen würden in Lothringen, würden Lothringen dann irgendwann angreifen und erobern, gäbe es einfach ein neues Reich, das Lothringen heißt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel was erobert habt von Frankreich, zum Beispiel das Elsass, was sie mir geklaut haben, wenn ihr das zum Beispiel erobert hätte und das ist aber französisches Gebiet, das heißt, dann gibt es Loyalisten. Und Loyalisten könnt ihr entweder bekehren, indem ihr den Stadthalter in die Stadt schickt, hier in die Pfalz einmal, dann hättet ihr jetzt hier die Option, wenn das gehen würde, hättet ihr jetzt hier die Option, entweder die Stadt zu bekehren, wenn es eine andere Religion hat, oder ihr könntet die Bevölkerung eingliedern. Eingliedern heißt quasi, wenn ihr jetzt Elsass erobert und die sagen, hallo, Frankreich war so cool, Frankreich war geil, das dauert ewig lange, bis diese Loyalitätsbonus weg ist. Oder ihr tut die halt einfach mit dem Kleriker bekehren, dann sind die sofort voll auf eurer Seite. Wenn ihr das nicht macht und in Elsass gibt es Loyalisten für Frankreich, das ist natürlich bei euch auch so. Ihr habt das natürlich auch, wenn man euch die Stadt wegnimmt für den Anfang bis ihr halt bekehrt wird oder eingegliedert in dem Fall. Und es gibt eine Rebellion, dann sind es keine Rebellen, sondern Loyalisten. Und wenn diese Loyalisten es schaffen, eure Stadt einzunehmen, dann gehört die wieder Frankreich. Auch zu beachten, wenn ihr zum Beispiel kämpft gegen französische Truppen, dann kann es sein, dass diese Loyalisten diese französischen Truppen unterstützen. Ganz wichtig.
So, das nächste Wichtige ist jetzt hier diese Übersicht. Zum einen ist es unsere Frömmigkeit. Dann könnt ihr sehen, wie viel Frömmigkeit wir im Monat kriegen. Das ist unsere Gesamtfrömmigkeit. Wir können hier dann auch rein theoretisch konvertieren. Dafür brauchen wir aber muslimische Provinzen oder halt orthodoxe Provinzen. Und das führt zu genereller Unzufriedenheit im Reich. Ist halt riskant, aber wer es machen will, warum nicht? Wir können ja auch spenden. Das ist lustig, wenn man später im Late Game zu viel Geld hat und zu viele Feinde. Das erhöht nämlich die Beziehung zu allen Reichen und dem Vatikan. Dann sehen wir unsere Bücher, wie viel wir bekommen. Das ist eigentlich unwichtig. Das Wichtige ist halt hier unsere Bilanz. Denn ihr seht, wir haben jetzt aktuell 41.000 Gold, dadurch, dass ich gecheatet habe. Ah, das ist natürlich viel zu viel. Das heißt, wir zahlen halt ungeheuer viel Inflation. Wir haben ein Einkommen von 439 und Ausgaben von 694. Das meist allerdings wegen der Inflation. Das heißt, sorgt immer dafür, dass ihr möglichst wenig Gold habt. Solltet natürlich immer so, sagen wir mal, 20.000, sag ich mal. Ist eine angenehme Summe auf Lager zu haben, wenn ihr dann mal größere Bauprojekte habt in der Stadt. Ansonsten, wenn ihr über 20.000 kommt und ihr habt gerade Probleme mit der Bevölkerung, dann keine Steuern, das erhöht die Zufriedenheit. Meint, führt dazu, dass ihr kein Geld mehr habt oder fast nichts mehr habt, aber ist immer besser als nichts. Vor allem, wenn ihr dann Händler habt, dann könnt ihr euch zum Beispiel auch über Händler finanzieren. Und der Vorteil ist halt auch, dass ihr einfach eine deutlich höhere Zufriedenheit habt, ne, wie man hier sieht. Von minus 3, weil wir Steuern zahlen müssen, auf plus 2, das ist ein Unterschied von 5. So, da haben wir noch die politische Übersicht, da gibt es auch noch das eine oder andere zu erklären. Einmal die Standardübersicht hier, wenn ihr auf diese Flaggen klickt, das sind quasi alle Reiche. Dann seht ihr euer Beziehungsverhältnis. Aktuell haben wir gute Beziehungen zu Dänemark, Polen und Ungarn, außerdem auch Handelsabkommen. Wir sind im Krieg mit England, Almohaden, das ist nicht nur rot, weil wir im Krieg sind, sondern auch, weil die uns hassen, wie man hier sieht. Ihr könnt auch, wenn ihr auf andere Länder klickt, zum Beispiel Norwegen oder Frankreich, seht ihr auch, Frankreich ist im Krieg mit Aragon, Genua, ne, seht ihr auch die Verhältnisse da, England zum Beispiel, mit Kastilien gut befreundet. Wenn ihr dann auf den draufklickt, könnt ihr hier verhandeln, zum Beispiel hier anbieten, Handelsabkommen hat er angenommen, ne, und so weiter. Dann kommen wir zur Handelsübersicht, die Provinzmerkmale, da können wir quasi sehen, was wir hier für, wo es was gibt. Dann können wir sehen, wo was hergestellt wird aktuell. Sag mal, wir wollen Bücher oder so, na, würde schon irgendwo, hätte eine KI oder irgendjemand schon mal was gebaut diesbezüglich, dann würden wir das hier halt sehen. Aber jetzt aktuell am Anfang. Doch, Pferde gibt es schon in einigen Provinzen vorgebaut, Ställe halt. Ansonsten, genau, was haben wir dann noch? Wir haben Einheiten, da können wir sehen, wo man was rekrutieren könnte, wenn die Gebäude natürlich gebaut sind. Und gut, Stadterweiterung, das ist alles sehr unwichtig. Wie gesagt, die wichtigsten sind diese zwei und Religion ist sicherlich auch noch ganz interessant. Ist nicht alles Christentum, orthodox. Das unten ist Islam. Das ist, genau, orthodox. Genau, ansonsten war es das dazu. Dann haben wir Errungenschaften. Errungenschaften bringt euch Boni fürs gesamte Reich. Ne, zum Beispiel die Drei-Felder-Wirtschaft ist etwas, was man sehr früh bringt. Das bringt euch Nahrungsgewinnung plus 1 und die Städte haben plus 100 zusätzliche Nahrungsspeichereinheiten. Das heißt quasi, ihr habt statt 100 200 und statt 3 4 Nahrungsproduktion, in dem Fall zum Beispiel. Kingdom Advantages, Sire. Wie bekommt ihr das? Ihr bekommt das, indem ihr Ressourcen herstellt in eurem Reich oder handelt. Na, ihr müsst die nur handeln oder bauen, die Gebäude bauen, dass ihr das produziert. Wenn ihr diese ganzen, wenn ihr zum Beispiel Leder habt, wenn ihr habt Wachs, ihr habt Salz und ihr habt Pferde, dann bekommt ihr den Bonus. Das Ganze funktioniert für alles. Ne? Ihr könnt alle haben, das ist alles möglich und müsst halt auch wissen, was wollt ihr, was ist für euch am wichtigsten. Das ist zum Beispiel ganz nett, ne? Moral steigt um 3. Dann das ist ganz nice, wenn ihr eine Küsten Reich spielt oder haben wollt, ne, plus 5 Goldeinheiten für Städte oder halt Drei-Felder-Wirtschaft oder halt Bürgertum, Bevölkerung steigt um 30%, ne. Wie gesagt, das ist super einfach, einfach nur die Ressourcen und dann kriegt ihr Bonus, Bonis, nicht Bonus. Die Provinzübersicht, das ist praktisch, weil ihr dann immer seht, wo überall was gebaut wird, wenn wir zum Beispiel was bauen würden, zum Beispiel in Franken. So, wir bauen jetzt hier eine Taverne, dann sehen wir das hier. Oder könnt ihr natürlich sortieren, wo wird nichts gebaut, wo wird das gebaut, wo muss ich was bauen, ne? Dann geht ihr einfach hier durch. Dann könnt ihr einfach quasi überall was bauen. So, mein Spion ist eingestellt worden. Oh, das ist allerdings jetzt dumm. Ja, das kann ich euch gleich noch zeigen, wie das Spionagesystem funktioniert. Was ich euch persönlich empfehle, ist wegen Truppen rekrutieren. In Städten, habe ich glaube ich schon gesagt, wenn nicht, rekrutiert immer in den Städten Bevölkerung, wo ihr halt direkt am Kriegsgebiet dran sind. Einfach aus dem Grund, dass ihr halt im Krieg da nicht mehr irgendwie schnell husch husch machen müsst. Was ich euch auch empfehle, immer einen Slot freilassen.
Und das Ding ist, es ist riskant, zwecks Spion, aber wenn ihr zum Beispiel angegriffen werdet, zum Beispiel in Flandern, ihr habt da keinen Marschall, dann könnt ihr halt schnell einen Marschall rekrutieren, setzt ihn halt nach Flandern. So. Setzt ihn sofort da rein. Aber macht das halt wirklich ganz kurz, bevor da der Angriff stattfindet. Tut die Truppen rekrutieren, die ihr braucht, dass ihr denkt, dass ihr verteidigen könnt. Verteidigt die Stadt. Und dann tut ihr ihn wieder rausschmeißen. Ihr solltet halt immer flexibel sein. Wenn jetzt mal irgendwo eine Rebellion ist oder sowas in der Art, dann ist es immer praktisch, flexibel sein zu können und nicht die Armee irgendwie 10 Kilometer rumschicken zu müssen. Was ihr natürlich auch machen könnt, eure Prinzen könnt ihr natürlich überall flexibel einsetzen als Marschälle. Beispiel jetzt hier, ne, und dann jetzt woanders. Und das Ding ist, die kosten auch nichts, ne? Ansonsten kosten die immer Geld. Eure Söhne kosten nichts. Aber habt die immer im Feld, weil wenn euer König stirbt, und der Prinz, also sagen wir, euer König stirbt. Er stirbt. Und er ist nicht zugewiesen, also er ist jetzt quasi Erbe und er ist nirgends zugewiesen, dann fällt er weg. Na, er ist nicht mehr in eurem Reich. Wenn er allerdings einen Job hat, dann bleibt er in eurem Reich. Und ihr könnt euch sicher sein, das ist kein Spion. Das ist das Wichtigste. So, unser Spion war erfolgreich, dann kann ich euch das auch noch kurz zeigen. Ansonsten, was gibt es noch zu beachten? Schiffe, das heißt, wenn ihr jetzt mit euren Truppen über das Meer segeln wollt, dann müsst ihr in den Hafen gehen. Ich kann es ganz kurz zeigen. Machen wir ihn zum Marschall in Flandern. Ach, nicht da. Flandern. So. Können wir einmal kurz das beschleunigen. Ihr seht schon das Schiffssymbol, wenn wir zum Hafen gehen, dann kommt er automatisch auf ein Schiff ins Meer. Genau. Ansonsten gibt es noch einen Tipp, den ich euch wirklich ans Herz legen kann. Ihr könnt nämlich das System abusen nach einiger Zeit. Und zwar gibt es die Möglichkeit, euren generellen Fertigkeiten zuzuweisen. Und zwar könnt ihr euren generellen Fertigkeiten zuweisen, sobald ihr in den Schlachten Erfahrung sammelt. Da empfehlen sich zum Beispiel Rebellen auch tatsächlich für. Es gibt auch welche, die machen das so, die züchten sich einzelne Provinzen mit sehr hoher Unzufriedenheit, dass halt quasi immer Rebellen spawnen und lassen die dann quasi ihre Generäle immer diese simplen und einfachen Rebellentruppen vernichten. Bringt viel XP. Und dann gibt es eine Fertigkeit, die heißt befestigtes Lager oder taktische Fertigkeiten. Jedenfalls könnt ihr dann dieses Lager errichten, befestigen. Ne? Das empfiehlt sich aus dem ganz einfachen Grund, sobald ihr ein befestigtes Lager errichtet, also dieses Standardlager ist dumm. Wenn ihr da angegriffen werdet, habt ihr unglaublich hohe Nachteile. Wenn ihr jetzt ein befestigtes Lager erbaut, habt ihr den Vorteil, dass ihr zum einen Türme habt, die automatisch auf die Feinde schießen und ziemlich viel Schaden machen. Zum anderen habt ihr, wenn ihr die Schlacht nicht selber schlagt, sondern automatisch berechnen lasst, riesengroßen Schlachtvorteil. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine Schlacht verliert, wenn ihr in einem befestigten Lager seid, ist gleich null. Wenn die KI euch jetzt zum Beispiel angreift und ihr in der letzten Sekunde auf befestigtes Lager wechselt, ändert die nicht mehr ihre Marschroute und greift euch quasi direkt an. Das ist halt immer ein Free-Win. Das kann man super abusen, wenn man im Offensivkrieg ist, man hat nur eine Armee, man möchte gegen zwei feindliche Armeen kämpfen. Würde man so in einem 1 gegen 2 nicht schaffen, wenn ihr allerdings befestigtes Lager macht, könnte der KI hohe Verluste zufügen oder sogar gewinnen. Ist auch praktisch zu wissen, sollte die auch unbedingt ausnutzen. Ist ein bisschen abusen von Systemen, aber ganz ehrlich, es ist kein Cheaten. Es ist halt ein System da, was es so gibt. So, jetzt haben wir als Spion hier die Möglichkeit, den König zu töten. Wir können die königliche Familie töten. Verleumden, das würde die Beziehung von uns zu den Almohaden verderben und wir können abhauen. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich beende das Video dann an der Stelle. Ich habe euch eigentlich soweit alles gezeigt, was irgendwie für den Anfang wichtig ist. Es gibt noch das Kingdom Ranking, das ist hier Machtverteilung. Da seht ihr quasi die größten Reiche, die stärksten, die reichsten, die höchsten Handelseinnahmen, die beliebtesten, die unbeliebtesten und die glücklichste Bevölkerung. Wir sind halt mit Abstand das mächtigste Reich. Genau, aber ansonsten gibt es nur noch eine Sache. Das hier und das andere, was es noch gibt. Ihr könnt den Titel beanspruchen. Wenn ihr das macht, werden quasi alle mächtigen Königreiche, die ihr hier seht, all diese Königreiche werden befragt, ob ihr der Herrscher werden sollt, also wir halt jetzt in dem Fall, von Europa. Wenn die zustimmen, haben wir das Spiel quasi gewonnen, weil wir Herrscher von Europa werden. Wenn die ablehnen, dann passiert halt gar nichts. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie zustimmen, ist gleich null, aber ihr könnt es ja trotzdem wieder probieren. Da solltet ihr am besten mit allen verbündet oder verheiratet sein. Und super Beziehungen haben und dann könnte es sogar funktionieren. So. Ich beende das jetzt mit König töten. Wir hatten keine Chance. Tarnung ist noch nicht aufgeflogen. Wenn die Tarnung nicht auffliegt und man hat versagt, muss man kurz warten, bevor man die Aktion wieder ausführen kann.
Genau. Ansonsten war es das jetzt an der Stelle. War ein bisschen länger das Video, glaube ich, und ich habe noch nicht mal ansatzweise alles gesagt, was es so gibt. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen seid ihr ein bisschen schlauer geworden. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und ihr habt Spaß mit Knights of Honor. Macht's gut. Und ja, wenn ihr ein bisschen Knights of Honor Gameplay sehen wollt, gibt es auf meinem Kanal auch einiges. Bis zu etwas und Knights of Honor 2 werde ich natürlich auch covern, wenn es dann draußen ist. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.